Hello. Mit der geilen Friese. Ja, komm mal her. Esel. Ich dachte gerade schon. Pampuli. Alles klar. Scheiße. ja, probieren wir mal, ne? Was ist denn das für ein Viech? Gegen den wir gerade kämpfen? Normal. Auch wieder Boden. Ciao, Mio. Hä? Okay. Komm, probieren wir mal. Mal gucken. Geil. Nice. Yahoo. Anton auch schon wieder ein Level up. Oh, scheiße. Warte mal. Ja, komm, Kratzfurie, hau ab. Danke. Exedeo Official, dankeschön für deine 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus an dich, dankeschön. Und dankeschön für den Windows-Start. was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich hab's vergessen. Ach so, wir kriegen mit unserem... Krokette kriegt keine Punkte, wenn der tot ist, ne? Also... Besiegt, nicht tot. Richtig? Scheiße. Jetzt hat er die zwei geilen Level gar nicht bekommen. Okay, komm mal, wir ziehen mal ganz kurz durch. Wir ziehen mal ganz kurz durch und gehen unsere Pokémon mal ganz kurz heilen, damit er wieder Punkte kriegt. Super Trank! Okay, was ich ein bisschen weird finde, wir haben so ein fettes Pokémon, der hier so hochspringen kann, aber diesen scheiß Hügel kommt man hier nicht hoch, ne? Das ist ein bisschen weird. Torin und Asami, ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, dort oben ist ein Poké-Center. Hey. Hey. Sehr gut. Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Ich muss kurz Pokémon heilen, da komme ich. Kriegst du aufs Maul. Luchmuse, mir geht's super. Wie geht's dir? Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Hello. Yes. Tu es. Tu es. Vielen Dank für deine Geduld, dann gucken wir uns wieder topfit. Und durch B-Knopf kommt nicht zu ducken, wenn du dich duckst, kannst du hohe Gras bewegen. Ja, das will man ja, aber man will ja kämpfen, oder nicht? Tobi, was sagst du Frankfurt gegen Darmstadt? Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe nicht, dass wir mit einer Derby-Niederlage direkt in die neue Saison starten. Das wäre richtig beschissen. Etwas kaufen. Pokéball. Wie viel haben wir denn? 14.000. Da können wir mal ein paar Pokébälle kaufen hier. Kaufen wir mal 15 Stück. Yes. Es gibt einmal Geld und es gibt einmal LP. Was ist ein LP? Oh, wir haben einen Premierball bekommen. Cool. Jo, tschüss.
Welchen Verein unterstützt du denn? Natürlich Eintracht Frankfurt. Natürlich Eintracht Frankfurt, also bitte. Ach, Ligapunkte. Okay. So, was war das? So ein kleines Vögelchen. Ja, ich weiß nicht, also wir können mal da runtergehen auf die Wiese, mal gucken, was da so rumkreucht. Hua, Hilfe! Was ist das? Anwender verwertet jeder Attacker, schaltet eventuell nach oben zurück. Lol. Okay. Hatte gestern meine erste Physiothermin nach der OP-Schulter. Letzte Woche Montag, nächste Woche Montag dann Fäden ziehen. Nice. Und wie ist so soweit? Alles gut verheilt? Das hoffe ich doch. Aber bei dem Wetter auch eine OP ist halt auch kacke, ne? Stelle ich mir mega unangenehm vor. Eine Marunbeere. Gedanke sein, dass diese Beere-Pokémon aufwachen. Okay. Ach stimmt, wir haben unsere EP-Bons ja noch, ne? Ah, müssen wir gleich mal gucken. Und was ist das hier? In Paldea findest du an einigen Orten funkelnde Kristalle. Wenn du diese untersuchst, kannst du dich an Terra-Raids versuchen und gegen starke Terra-Kristall-Pokémon kämpfen. Ach, das ist das mit dem Raid, ne? Kämpfst du mit anderen Trainern gegen mächtige Terra-Kristall-Pokémon. Wenn du offline bist, kannst du gemeinsam mit Freunden in deiner Nähe kämpfen, wenn du online bist, mit weit entfernten Freunden. Die Terra-Kristall-Pokémon in Terra-Raids verfügen über seltene Terra-Typen. Sag mal, hier gegen mächtige Terra-Kristall-Pokémon, wenn du offline bist, kannst du gemeinsam mit Freunden in deiner Nähe kämpfen. Das sind dann KI-Gegner, also KI oder was? Das muss KI sein dann, ne? Oder? Oder ist das Offscreen? Also ist das Splitscreen-mäßig? Ah, okay. Ja, geil. Also machen wir jetzt nicht. Aber können wir gerne vielleicht irgendwann mal machen. Was willst du? Haben wir das bei den anderen Pokémon gemacht? Ich glaube ja, ne? So ein paar Mal haben wir das. Ich glaube, das haben wir ein paar Mal gemacht. Ein paar Mal Schinken. Offline mit KI haben wir das gemacht. Ja. Voltilam wurde besiegt. Check bei. Du Lappen. So, da liegt noch was. Ein Pokéball, natürlich. Haben wir auch gerade welche gekauft. Ach, guck mal hier. Hast du etwa einen? Bitte was? Ob ich was habe? Willst du mal mein Terra-Kristall-Orb sehen? Ja, hallo, ich muss hier. Das Video haben wir uns angeguckt hier im Stream und auch das neue KI-Video von Chilimann. Richtig gut. Richtig gut einfach nur. Ich finde diese ganze KI-Sache etwas unheimlich. Vor allem weiß ich nicht genau, was mit meinem Gesicht bei diesem Putzi-Video passiert ist. Aber ansonsten ziemlich geil gemacht. Ziemlich geil gemacht. Wo kann man den Antrag für Schmerzensgeld wegen aggressivem Humor einschicken? Die Stelle hat leider geschlossen. Unterbesetzt. Sorry. So, was haben wir hier noch? Hier ist wieder so ein Schäfchen. So, hier sind wir wieder gleich am Anfang. Okay. Ich habe bestimmt noch ein oder andere hier übersehen, mit Sicherheit. Den haben wir aber noch nicht. Doch, den haben wir doch schon. Ja, okay, dann ciao. Tschüss. Make it good. Make it better. Was haben wir hier unten? Ah, natürlich liegt da auch wieder was. Meine Güte, ich steig mal auf das Ding hier. Entspannt den Körper und die Initiative Werkstein. Agilität. Oh, Agilität war immer so einer der nervigsten Attacken, ne? Oh, total sinnlos. Diese Pokémon, die jede Runde einfach Agilität einsetzen und nie irgendeinen Schaden machen.
Hab ich nie verstanden. Eieiei. Bruder. Holy shit. Uiuiui. Uiuiui. So, was haben wir hier? Ist da noch irgendwas Wichtiges? Aha. Geil. Boah, ist das ätzend. Okay. Huch. Tschüss. I'm a bad boy. Nice. Okay, mal kurz von YouTube Gute sagen, mit das Pause auf Arbeit, Tobi's Live, perfekto. Fieser Freezer, Dankeschön für deine 25 Monate. Liebe geht raus an dich. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und Dankeschön für deinen Resub und natürlich auch Grüße nach YouTube, hör mal. Liebe. Und Miss Hooches, Dankeschön auch an dich für deine 4 Monate. Liebe geht auch an dich raus. Was, Torin, ich auch? Und die so, aha, da ist eine 5mm Lücke rein da. Bitte? Pommes? Geht um Westen, du Lustmolch. Natürlich, natürlich, klar, klar. Vor dir ist auch wirklich gar kein, kein Lebewesen ist vor Pommes sicher. hab Bock auf Pommes. Huch. Okay. Cool. Wird wirst du heute spielen? Weiß ich noch nicht. Die Mittagsstreams gehen meistens so, keine Ahnung. Oh! Oh! Ja, gut. Schöne Lampe hat er da auf dem Kopf, ne? Wunderhübsch. Was will der? Lokroko. Geil. Nice. Lokroko. Sieht aus wie ein Sombrero. Ja, ein bisschen, ne? Oh, Junge, ich würde hier gern... Ach, egal, komm. Egal, egal, egal. Das ist ein Spiel, was nicht aggressiv ist. Baldur's Gate 3 ruft. Jokka. Liebe geht raus an dich. Viel Spaß bei Baldur's Gate 3. Und bis später oder bis die Tage. Jawohl. Ja, also nochmal, Mittagsstreams gehen meistens ja immer nur so 2, maximal 2,5, 3 Stunden. Ich bin froh, dass wir heute ein bisschen früher anfangen konnten, weil es wird heute wieder sehr warm. Und wenn die Sonne nachher richtig rüber hier reinbrennt, dann, ja, kann ich dann, ne, ist die Rolle unten und dann ist gut. Ja. Aber wir haben uns natürlich kein Ziel gesteckt, wie lange wir spielen. Das haben wir nicht gemacht. Ich sammel Dinge. Ach, so ein Schaf, okay. Wirst du noch, wenn dann nur privat. Fußkick. Cool. Wenn dann nur privat. Ich weiß nicht, ich denke aber eher wahrscheinlich auch weniger. Da kommen jetzt die nächsten Wochen, Monate so viele geile Spiele raus. Und ich sage ja, ich bin jetzt nicht so der mega krasse Freund von rundenbasierten Games. Auch wenn ich den Erfolg von Baldur's Gate 3 echt wahnsinnig geil finde. Aber... weiß ich nicht. Ja, die haben es super gemacht. Die haben es super gemacht. Da kannst du gar nichts sagen. Das ist top.
Aber trotzdem, ich so rundenbasierte Rollenspiele. Oh. Weiß nicht. Da bin ich dann eher so der Typ Diablo, ne? Ehrlich gesagt. Ja, ist so, Thorin. Ist wirklich so. Ja, fühle ich absolut. Oder Final Fantasy. Hätte ich mir auch noch gefallen lassen. Aber... nee, keine Ahnung. Sonst ist das irgendwie nichts. Also so klassische Medieval-Rollenspiele fühle ich halt gar nicht mit rundenbasiert. Aber muss ja auch nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Da oben zu dem Turm können wir mal hingehen. Oh, bin gegen das Vögelchen gelaufen. Ciao. Ach, bitte. Mach dich nicht lächerlich. Ciao. Aber Tobi, es gibt Sex in dem Spiel. Ach so, ja, da bin ich sofort dabei natürlich. Hier wird gelevelt und gebumst. Okay, lass mal hier hochkrabbeln. So. Bang, du, es geht. Ich meine jetzt hier so von der View her sieht es gar nicht mal so hässlich aus, ne? Es sieht ein bisschen leer aus, die Landschaft, aber die Texturen finde ich jetzt hier gar nicht mal so mega schlimm. Habe ich schon Schlechteres gesehen, natürlich auch schon Besseres, ne? Aber es sieht so leer aus oder fehlt halt immer mal noch ein Bäumchen oder sowas, ne? So ein bisschen Flora und Fauna, siehst du halt fast nichts. Aber sonst finde ich jetzt hier, finde ich, sind die Texturen gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, das ist so weird irgendwie so. Manchmal sehen die Texturen total beschissen aus und total schwammig. Und dann hast du wieder Texturen, die sehen eigentlich ganz cool aus. So, weißt du, wo du denkst, okay, das ist in Ordnung für ein Switch-Game. Ich werde irgendwie nicht schlau daraus. Oh, eine Kiste. Alter. Giergespenst. Ach, den kann man auch nicht einfangen, oder was? Ach doch, den kann man fangen. Pam. Scheiße. Premierball, Netzball. Ein Ball, mit dem sich Pokémon auf oder im Wasser leben, leichter fangen lassen. Umso leichter fangen lassen, je länger der Kampf dauert. Ungewöhnlicher Ball, behaglicher Ball, der wilde Pokémon veranlasst, nach dem Fall schneller Stammschreich zu werden. Ich denke halt, dass es liegt an der Open World und dass Game Freak davon halt keine Ahnung hat. Ja, aber was ich halt nicht verstehe. Oh, geil, hat geklappt. Was ich halt nicht verstehe. Pokémon Schwert Schild sah doch auch nicht so scheiße aus. Und es war auch Open World, oder nicht? Also bei Pokémon Schwert Schild konntest du doch auch jederzeit überall hin. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich halt nicht so ganz. Diebeskuss ist jetzt. Bei wem überhaupt? Ach, bei Trassler. Boah, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Hier, Doppelteam, ciao. Also was ich jetzt sagen würde, ist dass Game Freak einfach extreme Crunch-Time immer hat, ne? Ich glaube, das ist ein Problem. Und das ist auf Dauer halt aber nicht gut für Entwickler. Und es kam irgendwie eine Zeit lang, kamen gar keine Pokémon-Spiele raus und jetzt mittlerweile kommen ja irgendwie 2 Spiele im Jahr raus oder so gefühlt, ne? Ja. Das denke ich auch mal. Ich denke, es ist einfach die Crunch-Time. Bei denen.
Zwischen Schwertschild und Pokémon Parmesan lagen 3 Jahre. Ja, aber dazwischen kam ja irgendwie, kam da nicht noch irgendwie andere Spiele raus? Hier das Pikachu-Ding kam doch dazwischenzeitlich raus, das ist doch auch von Game Freak, oder nicht? Ist das nicht von Game Freak, die ganzen anderen Pokémon-Spiele? Arceus kam auch noch raus, ja. Game Freak hat halt immer noch eine Mitarbeiteranzahl von einem Indie-Game-Studio und tatsächlich auch nicht viel Ahnung von 3D-Programmierung. Na gut, ich sag mal, wenn da 3 Jahre dazwischen lagen, dann... dann ist das halt doch schwierig. Wie gesagt, am Ende des Tages, ich finde es eher lustig. Also ich jetzt nicht so, dass ich mich jetzt drüber ärgere oder so. Und ich habe auch 60 Euro für das Spiel bezahlt. Ne? Ich habe das gekauft, ich krieg das ja nicht geschickt oder so. Oh, cool. Ja, brauche ich ja gar nicht die Treppe runtergehen. Ich finde es halt eher lustig. Und weniger irgendwie, ja, keine Ahnung. Dass es mich jetzt ärgert oder so. Ich finde es eher lustig. Aber... ich finde, es muss halt spielerisch Spaß machen, ne? Das ist eigentlich am wichtigsten. Und das muss ich sagen, ist bis jetzt ganz nice. Ich bin in erster Linie mit dem Open-Worlding immer im Moment überfordert erstmal, ne? Weil ich nie weiß, okay, verpasse ich jetzt irgendwas, wenn ich jetzt hier lang gehe oder... Das mochte ich halt bei Schwert-Schild, das hatte ich halt so ein bisschen an der Hand genommen. Aber, ja, ich denke, da findet man sich auch rein. Was bist du denn? Olini. Okay, mal gucken, ob wir den irgendwie kriegen. Den haben wir nämlich noch nicht. Bam. Ja, sehr gut. Lockduft. Ja. Besprühe mich mit deinem Lockduft. Oh, 3 Wochen nicht gewaschen. Das rieche ich sofort. Juhu. Perfekt. Ah, von der EP her ist es halt auch nicht so mega im Moment, ne? Ciao. Was können wir mit dem Auto hier machen? Können wir das fahren? Schade. Einfach in den Truck rein und gib ihm. So, wenn man hier vorne liegt noch was rum. Oh. Thank you. Also, oh nein. Dick da. Warte mal, da vorne liegt noch was. Oh. That was a Knopf. That I was looking for. Und hier war ein Pokémon-Trainer. Hey. Ich bin schon stolze 60 Jahre alt, ein OP auf dem Weg, die Arenen zu stürmen. Wie damals. Scheiße, nur weil ich alt bin. Jetzt bin ich ein OP, der verloren hat, ohne auch nur eine Arena zu erreichen. Schwester, ich brauche meine Tabletten. Warte. Ich glaube, da unten ist die Arena schon, ne? Hartminze.
Ah, falscher Knopf. Nein, 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 will ich auch gar nicht. Ich wollte doch zu der... Ist die Käfer-Arena, oder? Ja. Geil. Käfer hat's. So. Ah, ich wollte gar nicht zu dem... Ah, egal. So, komm, weg mit dir. Volkweiz, Dankeschön, Volkweiz, für 37 Monate. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Und ciao. Wangenrubbler zu erlernen. Ich glaube, Wangenrubbler ist kacke, ne? Brauchen wir nicht. Oder brauchen wir das? Nee, ne? Ich glaube, Wangenrubbler ist scheiße. Wobei wir halt sowas wie Kameradschaft wegmachen könnten, ne? Theoretisch. Dankeschön für das Ziel, Angriffslust. Der Anwender wedelt niedlich mit dem Schweif und veranlasst Gegner dadurch nachlässig zu werden. Okay. So wie Eishow Speed oder was? Anwender schließt mit dem Team Freundschaft, nimmt seinen Angriff los, der Angriff wird zu 10. Ja, nehmen wir das, wir kommen. Ciao. Er ist paralysiert und macht ein bisschen Schaden. Ah, okay, easy. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Oh, warte mal, da kriegen wir ein paar Punkte. Moment. Give me some point. Nice. Ciao. Willkommen. Oh. Oh, ich glaube, so einen haben wir noch nicht. Ich glaube, so einen haben wir noch nicht. Ein Ruffle. Halt, ich wollte zu dem Trainer, zu der Trainerin noch hin. Du bist doch bestimmt eine Trainerin, oder? Ja, sicher. Oh. Können wir einen Kampf anbieten? Na, natürlich. Funny! Oh, das ist so funny. Ja, komm, ciao. Glut tut gut. Ich glaube, wir müssen vom Gebiet her dann auch mal ein bisschen weitergehen schon, ne? Also wir machen die Arena jetzt, weil wir sind halt... Also wir kriegen halt fast keine EP irgendwie, ne? So. Oh, ich sehe die nie, die Kleinen. Das ist so unfassbar. Piss dich. Sehr gut. So, nehmen wir das mal mit. Aufwecker. Oh, da ist noch einer. Juhu, hurra. Ja, ich werde jetzt besiegt. Juhu. Ich bin extrem gut gelaunt, weil ich mir Kuchen in der Konditorei Mukorosi gekauft habe. Lass uns das mit einem Kampf. Oh, geil. Ja, ich habe Kuchen. Komm, ich kaufe. Ich kämpfe gegen dich. Hä? Alter, wie der schon guckt. Angestellter Raoul. Oh, Gott sei Dank ist der weg. Ciao. Raoul. Raoul, was ist da passiert? Denn gleich gibt's Kuchen. Ja, geil. Er ist trotzdem super gelaunt. Leck mich am Arsch. Och, nö.
Scheiße. Fluffeluff. 27 AP.